haben es geschafft. Naja, wir haben ein bisschen davon geschafft. Ja, hauptsächlich hat es unser Lehrling geschafft. Ja, eben, wollte ich gerade sagen. Ich habe da nichts gemacht, außer blöd quatschen. Wenn wir schon dabei sind, wie geht es unserem Lehrling? Ich höre schreckliche Geräusche von nebenan. Hilfe? Das ist Geschnarche, Alambic. Das arme Liebchen hat sich den Schlaf verdient. Es war ein harter Tag. Ich schnarche nicht. Was machst du da drüben überhaupt? Ich dachte, ich könnte schon mal einen weiteren Weltensamen brauen. Benutzt du meine guten Teeblätter? Ich verbiete dir, meine Teeblätter für Weltensamen zu verwenden. Schon gut, schon gut. Ich bin mir sicher, Toffi wird genug Welten haben, aus denen wir Zutaten ernten können. Ah, vielleicht könnte unser Lehrling auch ein paar neue Teesorten für mich ernten. Naja, ich habe ja auch nichts Besseres zu tun, ne? So, Wiesenquartiere, 100% Stadtzufriedenheit. Nice, freut mich. Sehr gut. Na dann, auf geht's. So fühle ich mich aber auch. Wie der angefressene Keks. Ja, gut. So fühlen sich alle Lebkuchenmänner da draußen. Und Lebkuchenfrauen. Und Lebkuchendivers. Ich will natürlich alles richtig machen hier. Wenn sie halt angefressen sind. Und wenn man dann merkt, nee, ich mag die gar nicht. Und dann liegen sie so halbtot da. Guck mal, ich bin da noch gar nicht durchgelaufen. Das habe ich kreiert, Leute. Guckt mal. Oh, ist das nicht schön? Mit mehr Büschen wäre es natürlich noch schöner geworden, aber... Wirklich jeder möchte hierher ziehen. Ist das nicht wundervoll? Ja, natürlich, weil es so hübsch ist hier. Guck. Schön. Ha, ich freue mich. Oh, da ist noch eine Quest für mich. Hallo. Oh, hey, ich brauche deine Hilfe. Kannst du mir etwas Futter bringen? Ich esse gerade selbstgebackene Lebkuchen. Selbstgebacken. Selbstgebacken. Oh, geil. Ich bin zwar eigentlich nicht so wirklich der Lebkuchen-Fan, aber ich glaube, wenn sie selbstgebacken wären, ich glaube, dann würde ich sie vielleicht auch mögen, weil man sie ja dann ein bisschen modifizieren kann, so nach seinem eigenen Geschmack. Das wäre schon mal interessant. Sag mal, lauf mal nicht so komisch. Und läufst du immer durch andere durch? Das ist unhöflich. Entschuldige dich gefälligst. Wer war das? War das nicht Teddy oder irgendwie sowas? Rezept von der Mami. Von Mami schmeckt es immer noch am besten, ne? Oder von der Oma. Aber es muss echt lecker sein, ja. Mein Mann schnarcht neben mir. Tja. Einfach kurz rübergehauen und gut ist. Ich habe gerade eine sehr aggressive Kuh getroffen. Die Moose. Ich bin... Oh Gott. Es ist zu spät für solche Witze. Es ist zu spät für solche Witze. Sowas. Nee. Ich kann nicht mehr. Hör auf jetzt. Oh Gott. Die Muse. Super, danke. Ich kann die hier wirklich gebrauchen. Was habe ich denn Schönes für dich? Futter, okay, alles klar. Kimi, hi. Was geht, was geht? Wir lachen uns gerade tot. Er muss eine Kuh. Er muss eine Kuh besänftigen. Vielleicht stellt das die Kuh zufrieden. So furchteinflößend hat noch nie jemand vor mir gekaut. Dann hast du mich aber noch nicht gesehen. Warte, ich habe hier noch so ein paar Karamellbonbons. Wenn ich die anfange zu kauen, ist das sehr furchteinflößend. Oh Gott, dafür gibt es eine Schwimmbrille. Okay. Oh Gott. Leute, das Spiel macht einfach zu sehr Spaß. Es ist so schlimm, weil es so gut ist. Das könnte wirklich eins meiner Lieblingsspiele dieses Jahres werden. Es ist einfach zu gut. Wuschelzwerg, falls du gerade versuchst, einen Link reinzuschicken, das geht bei mir im Chat nicht. Das geht leider bei mir im Chat nicht. Du hast es geschafft, wie wundervoll.
Das verschafft diesem Ort auf jeden Fall einen gewissen Hauch von Eleganz. Gute Arbeit. Ach stimmt, bei ihr hatte ich noch eine Quest, ne? Eine Herzbrille! Juhu, das passt zu meinem Bömmel. Und zu meinen Zombie-Augen. Dachte, den Clip von dir kann ich schicken. Ach so, du hast was geklippt. Nee, das geht leider auch nicht. Ich muss die Funktion mal rausnehmen. Irgendwann habe ich mal aus Sicherheitsgründen eingestellt, dass man im Chat keine Links reinschicken kann, weil ich immer wieder so Leute da hatte, die gesagt haben, komm auf meinen, auf diesen Link, klick da drauf, wenn du was gewinnen willst oder so ein Schwachsinn. Und deswegen habe ich das mal eingestellt, aber deswegen kann man auch keine Clips einsenden, leider. Muss ich mal ändern. Werd mir das Spiel holen, wenn es auf Card kommt. Ja, ihr müsst euch aber leider noch ein bisschen gedulden. Es ist erst nächstes Jahr im Februar soweit. Alter, es ist zu gut, ne? Es ist einfach zu gut. Es ist einfach zu gut. Jetzt noch ein bisschen rauszoomen. Und sie denkt sich nur, also, weiß, der Blick sagt alles. Oh, hä? Ups. Sam, hör jetzt auf. Das bewegt sich von alleine. Der Blick sagt alles. Sie denkt einfach nur so, what the fuck? Also die Aralyn denkt so, Alter, nee, geht gar nicht. Übrigens bin ich irgendwie versucht, durch den Ring, den sie da auf dem Kopf hat, irgendwas durchzuschmeißen oder sowas. Einfach als Challenge. Das wär zu geil. Blümchen. Herz an Herz, hörst du mich? SOS, ich liebe dich. Ich und du, immer zu, du und ich. Ich bin ein 90er-Kind, ich hab's euch immer gesagt. Glaubt ihr es mir endlich? Keiner glaubt's mir. So ist das, Leute. So, aber wir können ja jetzt mittlerweile auch einen neuen Bereich angucken. Beziehungsweise da war ich ja noch nicht so ganz genau. Da war auch irgendwas, ne? Hallo? Ach, das ist wieder ein Kind, ein Immerkind. Ja! Toll, dass du dieses Immerkind zurückgebracht hast, Großling. Sie sind alle wieder hier. Hä? Das sind doch nur zwei. Ich habe zwei gefunden? Sie sind alle wieder hier? Okay. Ich bin auch ein 90er-Kind. Leute der 90er hier, ne? Welcher Jahrgang? 89. 89 bin ich. Und benehmen sich wie typische Immerkinder. Was für eine Erleichterung das doch ist. Hör mal her, du kannst ihre Hilfe gebrauchen, oder? Sie können dir im Immerbaum aushelfen. Mit Gartenarbeit und so. Das ist wie Hausaufgaben machen. Ah, wie schön. Wir wären begeistert, wenn wir uns dieser kleinen Schätzchen annehmen könnten, oder? Schick sie uns vorbei. Okay, das war jetzt mal eine schnelle Version von Quest. Die ging jetzt doch relativ rasch, oder? So, ich wusste doch, da war doch irgendwas, ne? Da war eine Sequenz, wo wir den gesehen haben, wie der hier hingelaufen ist. Deswegen wollte ich jetzt mal gucken, was hier ist. 1990... Ebenso Jahrgang 89. 89 ist aber 80er Jahre. Na, nee, nicht wirklich. Also wenn ich bin im Dezember. Ich bin kurz nach Mauerfall geboren. Ich bin im Dezember 89 geboren. Ich bin ein 90er Kind. Meine Kindheit von 1 bis 10 Jahre war in den 90ern. Ich bin ein 90er Kind. 89, 90, 93 und 95. Ihr seid alles 90er Kinder. Geil. Was? Toffee, bitte pack doch nicht die ganzen alten Lieder aus. Da fühle ich mich direkt zurückversetzt. Ist doch cool. Da war richtig cooles Feeling hier. Ebenfalls 90er, Dezember 92. 93, okay, deine Kinder, hast du komplett in den 90er verbracht. Stimmt, eben genau. 1990 im Mai. Oh, Alter, ist super. Ich bin froh, dass ich nicht immer der Älteste bin. Das war auf YouTube oftmals wirklich so eine Krankheit, dass die Leute immer alle jünger als ich gewesen sind. Viel jünger. Und da habe ich mich immer so alt gefühlt. Venga Boys. Boom, 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 boom. I want you in my room. Let's spend the night together. From now on then forever. Venga Boys are back in town. Oder irgendwie so, ne?
Halt, stopp! Okay, jetzt kommen wir wieder in die Realität hier. YouTube-Kacke. Frauentausch. Halt, stopp! Oh. Ein Ehrum? Ich hatte kaum Kontakt zu deiner Art, seit ihr von der Katastrophe zerstreut wurdet. Bitte, wir müssen reden. Es gibt vieles, was ich von dir lernen könnte. Ja, vor allen Dingen, wie man die richtige Brille aussucht. Denn dein Optiker hat dich offensichtlich nicht gut beraten. Was zur Hölle war das? Vom Hut möchte ich erst gar nicht anfangen. Ach Gott. Wo sind nur meine Manieren? Ich glaube, eine Vorstellung wäre angebracht. Mein Name ist Palas. Ich bin ein reisender Gelehrter. Ich erforsche uralte Ruinen in der Hoffnung, Schätze zu finden und ihre Geheimnisse zu entschlüsseln. Toffi? Was für ein interessanter Name für ein Ehrum. Naja, jetzt wo die Höflichkeiten ausgetauscht wurden, worüber sollen wir reden? Fragt man fremde Leute, die man gerade erst kennengelernt hat, nach ihrem Schwanz? Ja, ich weiß, da steht Schweif. Aber was bedeutet das? Hä? Ich frag doch nicht nach deinem Schwanz. Nein. Nee, beim besten Willen, deine Ohr, von mir aus, aber nicht dein Schwanz. Wie unhöflich. Ja, ach, hätte ich lieber nach deinem Schwanz fragen sollen. Was? Was ist denn hier los? Die sind dazu da, Wichtigtouren wie dir zuzuhören. Ich bin immer froh, dass ich nicht nach dem anderen gefragt habe. Was ist denn mit deinen Ohren? Ja, ich weiß. Sind jetzt nicht unbedingt gerade die hübschesten, aber erfüllen ihren Zweck. Hast du jemals ein Wesen wie mich gesehen? Deiner unüberlegten Frage nach zu urteilen, ist das nicht der Fall. Ich gehöre den Bistanern an und wir haben alle solche Ohren und Schweife. Okay. Was hast du zuvor gemacht? Ja, wir fragen ihn einfach mal aus. Willst du es wirklich wissen? Du musst neugierig sein. Du musst deswegen nicht schüchtern sein. Komm her und ich zeig dir, was ich entdeckt habe. Ich will nichts mehr von Schwanz. Okay, das Thema lassen wir jetzt wirklich mal außen vor. Falls ich recht habe, dann versteckt sich eine Höhle hinter dieser Wand. Tritt kurz zurück. Wir werden ja sehen, ob ich einen richtigen Riecher für Wissen habe. Oh, ich wusste... Wie hast du jetzt aufgemacht? Mit deinem Schweif? Tolle Arbeit. Ich habe mich selbst übertroffen. Das war sehr aufregend, nicht wahr? Ich habe nichts gesehen. Auf einmal war sie offen. Ja, falls du nichts dagegen hast, dann würde ich gerne alleine weiter erkunden. Man weiß ja nie, was sich da drin versteckt. Und ein Geruchs- und Gehörsinn lassen zu wünschen übrig. Und dein Geruchs- und Gehörsinn lassen zu wünschen. Achso. Woher willst du das wissen? Du kennst mich doch gar nicht. Es wäre nicht ratsam für dich, überstürzt dort hineinzugehen. Ich gebe dir Bescheid, sobald ich weiß, dass das Gebiet sicher ist. Jetzt macht er mich aber doch neugierig. Am liebsten würde ich da sofort reingehen. Alter, er hat aber auch einen Schwanz, ne? Schweif, Entschuldigung. Spice Girls, ja, die waren super. Entschuldigung, dass ich den Chat nicht lesen konnte, ich war gerade ein bisschen beschäftigt. Spice Girls waren super. Wannabe. Und so, ne? Da bin ich ja richtig alt. Ach, Tammy. Hier ist keiner alt bei uns. Bei uns sind wir alle in Ordnung. Darf ich da jetzt rein? Ich bin einfach reingegangen. Ich bin ein böser Junge. Ich bin ein schlimmer Finger. Was ist hier los? Hä? Bist du jetzt an mir vorbeigerannt? Hallo? Brauchst du etwas, Toffi? Ich habe deine Warnung missachtet. Verprügelst du mich jetzt mit deinem Schweif? Okay. Ich glaube, hier drin kann ich nichts machen, oder? Okay, ich komme da nicht hoch.
Sieht interessant aus, die Höhle. Aber tatsächlich kann ich hier wohl wirklich noch nichts machen. Gut, also wir müssen wahrscheinlich im Spiel etwas weiter vorankommen und irgendwann wird das hier mal sich zu irgendwas Wichtigem verändern. Keine Ahnung. Tammy, gute Nacht. Dankeschön fürs Dabeisein. Hoffentlich bis zum nächsten Mal. So, dann hätten wir das hier abgehakt. Aber, Leute, ich würde sowieso sagen, wir machen jetzt dann langsam sowieso mal Feierabend. Ich muss morgen ja auch wieder früh raus. So langsam sollten wir sowieso mal Feierabend machen, ne? Warte mal, was ist noch da hier für ein... Altes Tag. Mancys Kinder sind wirklich süß. Sie spielen und lachen den ganzen Tag, bis sie vor Erschöpfung einschlafen. Und die Geschichten, die sie erzählen. Erst gestern hat mir Ada von ihren Freunden im Dickicht erzählt. Sie sind pelzig und klein und springen zack, zack, zack umher, ohne sich zu bewegen. Süß. Okay. Bin doch nochmal zurück. Aber wir wollen jetzt dann langsam ausmachen. Was war deine erste Spielkonsole? Meine allererste Spielkonsole war, wenn ich das jetzt wirklich als meine bezeichnen kann, also meine Mutter hatte einen Super Nintendo. Ich glaube, das war unsere erste Spielkonsole. Ein SNES. Damit habe ich auch dann intensiv gespielt. Die Lieblingsspiele auf dem Super Nintendo, meine Lieblingsspiele waren Terranigma, Zelda, A Link to the Past. Mario war mir zu schwer, tatsächlich. Super Mario World war mir zu schwer. Hieß es nicht Super Mario, oder hieß es Super Mario World? Ich glaube, es hieß Super Mario World. Das war mir zu schwer. Aber wie gesagt, Lufia. Lufia fand ich auch noch ziemlich geil. Also Terranigma, Zelda, Lufia. Ich glaube, das waren die einzigen Spiele, die ich so richtig gesuchtet habe damals. Die ich wirklich intensivst gespielt habe. Secret of Mana, stimmt. Das habe ich aber nicht so stark gesuchtet. Das hat jemand anders mehr gespielt. Ich habe halt einfach nur, ich habe es mal gespielt. Ich habe sogar unseren ersten SNES von damals an. Oh, geil. Ich mag noch gar nicht ins Bett gehen. Wer bescheiden schlafen. Hab so eine Manschette dran zum Blutdruck messen für 24 Stunden. Wie soll ich denn schlafen, wenn es jede Stunde neben mir brummt und den Arm zu drücken? Aua. Ah, mein herzliches Beileid. Das wäre echt ein Scheiß. Ja, das ist echt kacke. Da hätte ich jetzt auch keinen Bock drauf. Ah, du Armer. Hab auch noch ein paar alte Konsolen. NES, Sega, PlayStation 1, den grauen Gameboy. Ja, eben den Gameboy hatte ich auch, also meine Mutter. Wir hatten so viele Konsolen. Ja, PlayStation 1. Also meine Mutter, in der Zeit, in der meine Mutter sie gezockt hat, da hatten wir PlayStation 1, wir hatten den SNES, wir hatten den Gameboy, später den Gameboy Color. Nintendo 64 zum Schluss ihrer Gaming-Zeit. Sie hat dann irgendwann aufgehört mit Spielen. Sie hatte dann zum Schluss eben noch ein N64, aber dann war eigentlich auch schon langsam rum. Ja, so viele alte Konsolen hatten wir gar nicht. Ich bin erst später eingestiegen bei der Wii. Ich bin auch später, also ein richtiger Zocker bin ich erst geworden mit Einstieg durch Wii U und 3DS tatsächlich. Erst so spät. Erst bei Wii U und 3DS bin ich richtig zum Zocker geworden. Davor habe ich ewig lang nicht gezockt. Ich habe damals SNES, PlayStation 1 und Game Boy habe ich intensivst gezockt. Dann habe ich wieder ewig lang nicht. Und dann erst wieder mit Wii U und 3DS wieder angefangen. Und dann halt jetzt auch mit Switch und PlayStation 4 und so weiter und so fort. Dashmos, hallo. Aber du kommst leider zu spät. Wir machen jetzt dann Feierabend. Es tut mir wahnsinnig leid. Irgendwann ist immer der Punkt, wo man leider Abschied nehmen muss und der ist jetzt. Ich bedanke mich trotzdem für diesen Brownie, hallo und tschüss. Entschuldigung, es tut mir leid. Es tut mir leid. Irgendwann ist der Punkt, wo man Abschied nehmen muss. Ich gehe jetzt dann auch ins Bett. Es ist schon 22 Uhr. Tröstet euch, um 22 Uhr kommt noch ein Video auf meinem Channel. Ah, Hashtag Werbung. Das neue My Universe Spiel habe ich heute getestet. My Universe, mein Krankenhaus. Freut euch drauf. Das ist wie Grey's Anatomy.
So ein kleines bisschen Seifenoper ist dabei, habe ich irgendwie das Gefühl. Streamst du morgen? Ich weiß es noch nicht. Ich bin mir noch nicht so hundertprozentig sicher, ob ich morgen streame. Stay tuned. Guckt einfach, ob ihr dieses Ankündigungsvideo auf dem Channel wiederfindet, wo steht, ich bin live. Aber wenn ich streamen sollte, dann auch wieder wie heute, so circa 18, 19 Uhr. Ungefähr. Genau. In diesem Sinne, eine wunderschöne gute Nacht und bis zum nächsten Mal, beim nächsten Stream. Macht's gut, liebe Leute, und tschüss.